Seit fast 12 Jahren ist er der Torwarttrainer unserer Werkself und heute haben wir ihn hier auf ein Bit mit David Thiel. David, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen. Wie gesagt, 12 Jahre, es ist eine sehr bemerkenswerte Zahl. Wann hast du denn in diesem Zeitraum davor für dich gemerkt, dass es für dich zwischen die Pfosten geht und dass dieses ganze Torwart-Dasein für dich was ist? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Wann hat das angefangen? Eigentlich schon relativ früh. Also ich habe angefangen, Fußball zu spielen mit 6 Jahren und ich war eigentlich direkt im Tor. Also das war wirklich eine Entscheidung, die schon sehr früh stattgefunden hat. Und wann ging es dann auch in diese Trainerschiene, dass du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt nicht nur Spieler zwischen den Pfosten, sondern möchte auch Trainer werden? Ja, das war damals so, dass ich hier auch noch Torwart in der zweiten Mannschaft gewesen bin. Und ich war damals schon auch parallel immer noch halt Torwarttrainer im Jugendbereich und bin dann gefragt worden vom Verein, ob ich nicht die Stelle als hauptamtlicher Torwarttrainer annehmen möchte im Jugendbereich. Das gab es damals noch nicht und war so die Erstbesetzung. Und das war damals ein Zeitpunkt, wo ich schon überlegen musste. Ich war damals gerade 24 und habe mir überlegt, warum mache ich das jetzt? Weil die Konsequenz auch war, dann selber mit dem Fußballspielen aufzuhören. Aber ich hatte das Empfinden, dass das auch eine sehr gute Möglichkeit ist und so auch meinen Fähigkeiten entspricht, eher so auf diese Trainerschiene zu gehen. Und habe dann damals diese Entscheidung getroffen. Und klar, das war erstmal, war ich vom Kopf her total bei der Jugendabteilung, weil dort auch meine Aufgabe war, ein Konzept zu implementieren. Wie kann eigentlich so ein roter Faden in der Torwartausbildung funktionieren? Und der Schritt zu den Profis, der ist eigentlich sehr, sehr überraschend gekommen. Michael Rech gesagt mir damals, dass sie Idee hätten, mich jetzt ab dem Sommer als Torwarttrainer einzusetzen. Wo ich natürlich erstmal große Augen gemacht habe. Aber ja, er sagte, klar, das ist auch für den Verein, ist das durchaus ein Risiko. Du bist noch sehr jung. Ich war damals 27 und das gab es eigentlich in der Bundesliga nicht, dass man so jung dann so einen Job schon innehat. Und deswegen sagte er, wir machen das jetzt, wir schauen uns das in der Sommervorbereitung an. Du machst das interimsweise. Und nach der Vorbereitung setzen wir uns zusammen und schauen dann, wie es dann weitergeht. Und ja, nach knapp 4 Wochen war dann schon klar oder gab es das Signal dann so, dass ich das hier machen darf. Hat sich ja dann bis heute gut durchgezogen. Mhm. Auch abseits von einem Trainer-Dasein und auch schon die Jahre davor ein absolutes Leverkusener Original. Wie ist denn außerhalb vom Platz deine Verbindung zum Verein und zur Stadt selber? Die ist sehr hoch, weil ich bin hier selber in der Stadt geboren und meine Familie lebt hier, meine Eltern leben noch hier, eine meiner Schwestern lebt noch hier in der Stadt. Meine Kinder, die gehen hier zur Schule und zum Kindergarten und wir fühlen uns hier unglaublich wohl und sind auch so der rheinischen Lebenskultur unglaublich verbunden. Wir mögen auch die Stadt Leverkusen, wo einige sagen, ach, die ist nicht so schön, aber wir sind der Meinung, es gibt hier schon auch sehr schöne Ecken in der Stadt. Und zum Verein bin ich eigentlich auch schon sehr, sehr früh verbunden. Das war damals mein Vater, der mich, ja, ich glaube, da war ich knapp 4 Jahre alt und dann so kurz nach dem UEFA-Cup-Sieg 1988 hat der mich das erste Mal ins Stadion mitgenommen und seitdem bin ich eigentlich dem Verein treu geblieben, stand viele Jahre mit meinem Vater zusammen, auch in der Kurve und was einfach toll ist, so wie sich hier das Klima um den Club auch herum, also das Thema Fans auch entwickelt hat. Da so ein Schlüsselereignis eigentlich letzte Saison, als wir hier gegen Rom im Halbfinale im Rückspiel gespielt haben und wir hier zum Stadion eingefahren sind, da saßen wir im Bus und ich dachte, boah, die ganze Stadt ist hier. Das war unglaublich, die ganze Stadt war da und das hat einem schon wirklich Gänsehaut gebracht und das ist ein deutliches Gefühl auch jetzt, auch in dieser Saison. Klar, jetzt im Moment ist die Euphorie sehr hoch, weil vieles sehr erfolgreich läuft, aber die Stimmung im Stadion ist erstklassig und wir haben immer mehr das Gefühl, so die Stadt, die Leute hier, die sind absolut mit an Bord und sind mit dabei und das ist wirklich einzigartig. Gerade im letzten Jahr hat sich ja sehr, sehr viel bei uns entwickelt, auch wenn man mal so aufs Trainerteam, aufs Trainergespann schaut. Inwiefern beeinflussen Schabis Trainingsstrukturen denn deine Vorgänge und Abläufe auf dem Platz? Zunächst mal ist da zu sagen, also als Torwarttrainer ist man ja auch einer der Assistenztrainer und so, da ist erstmal der erste Job natürlich die volle Unterstützung auch vom Cheftrainer und seiner Spielidee. Und so empfinde ich das auch für den Torwartbereich. Und da ist auch zunächst mal die Aufgabe, dass der Torwarttrainer auch die Spielphilosophie des Trainers auf das Torwartspiel übersetzt.
Und was die Trainingsarbeit betrifft, ist es so, dass es bei uns eigentlich immer einen Zusammenhang zwischen dem Torwarttraining und dem Mannschaftstraining gibt. Also es ist nie so, dass einfach Torwarttraining so nebenbei passiert und dann gibt es da individuelle und losgelöste Inhalte über die Woche, sondern es ist eigentlich immer so, wir schauen, was läuft im Mannschaftstraining. Das Mannschaftstraining übrigens hat ganz häufig den Bezug auch zum nächsten Gegner, zum nächsten Spiel. Und das Torwarttraining wird an das Mannschaftstraining angepasst. Und deswegen gibt es da schon viel Interaktion und natürlich auch Einflüsse vom Cheftrainer. Mhm. Und jetzt auch sprachlich, ich meine, bei euch im Trainerteam herrscht ja mittlerweile eine sehr multilinguale Kommunikation. Wie kommuniziert ihr da miteinander? Wie läuft das ab? Mhm. Also weitestgehend Englisch unten, was so für die gesamte Mannschaft betrifft. Wir haben ja auch noch mehrere Sprachen insgesamt in der Mannschaft und so der gemeinsame Nenner ist eigentlich Englisch. Wenn es jetzt um Trainerbesprechungen im Speziellen geht, dann ist wird tatsächlich dort auch eher Spanisch gesprochen. Und Gott sei Dank verstehe ich da sehr viel, muss ich sagen. Ja, so läuft. Du verstehst da sehr viel, das heißt, du hast auch schon angefangen, Spanisch zu lernen? Oder wo kommt die Kenntnis her? Ja, es liegt aber schon ein bisschen zurück, muss ich sagen. Wir hatten vor einigen Jahren mal einen spanischen Torwart hier, den Andres Palop. Und als wir den verpflichtet haben, war in dem Sommer für mich so klar, ich werde jetzt versuchen, in kürzester Zeit zumindest so viel Spanisch zu lernen, dass ich auch Trainingseinheiten abhalten kann, beziehungsweise ihm halt auch die eine oder andere Sache auf Spanisch sagen kann. Und das hat sich so beibehalten. Ja, so was mir jetzt natürlich zugute kommt, dass ich einiges verstehen kann. Wobei ich sagen muss, ich bin wahrscheinlich eher besser im Verstehen als im Sprechen. Weil wenn wir unten in der Trainersitzung ist, muss man sich das so vorstellen, vielleicht wie im Mallorca-Urlaub, wenn man da seine Paella bestellen will und hat sich gerade auf Spanisch, auf Schulspanisch seinen Satz zurechtgelegt und da wird einem ja dann doch auch oft auf Englisch und auf Deutsch geantwortet. Und so ein bisschen ist das auch bei uns und im Trainerteam. Ja. Ja, una paella por favor wird ja wahrscheinlich eher nicht im Trainingsgespräch stattfinden. Kommen wir mal zur Kommunikation vom Trainingsplatz zur Kommunikation am Spielfeld oder während des Spiels. Gibst du da während des Spiels schon Feedback in der Halbzeitpause oder passiert die Kommunikation mit den Keepern eher vor und nach dem Spiel? Hauptsächlich auch erstmal vor dem Spiel, weil schon die Idee ist halt auch immer bestmöglich, die Jungs auf ein Spiel vorzubereiten. Das heißt, da läuft schon mal sehr viel kommunikativ. In der Halbzeitpause gibt es das auch, aber eher weniger und reduziert. Was da schon mal stattfindet, ist, dass man sagt, hör mal zu, Torwart, guck mal hier in der Spieleröffnung, da ist noch Raum, ja, wenn der Gegner so und so attackiert. Aber das sind eher kleinere Details und nicht so viel Information. Und dann gibt es natürlich immer noch mal nach dem Spiel, ja, wie ein Feedback quasi zum Spiel, wie was umgesetzt wurde. Und das sind so die großen Bausteine. Inwiefern würdest du sagen, unterscheiden sich Lukas, Matej und Niklas voneinander? Die unterscheiden sich erstmal total, weil es ganz unterschiedliche Charaktere sind, unterschiedliche Kulturen sind, unterschiedliche Sprachen sprechen auch. Was kann man sagen? Vielleicht Niklas ist so eher der so sehr, sehr perfektionistisch ist. Lukas ist ein sehr professioneller Mensch, aber auch der mal auch mal eine 5 gerade sein lassen kann, durchaus. Dann haben wir die Besonderheit, dass Lukas und Matej, die sprechen tatsächlich eine Sprache, die können sich sehr gut verständigen, weil Lukas in der Slowakei geboren worden ist und auch deswegen auch Tschechisch sprechen kann. Und da muss man schon mal ein bisschen aufpassen von der Kommunikation her, dass man da auch alles mitbekommt. Ja, also. Und welche Gemeinsamkeiten haben Sie im Gegenzug? Gemeinsamkeiten, also wo alle auf jeden Fall gleich sind, ist, wenn mal eine Trainingsübung nicht so läuft und die Jungs vielleicht Bälle kassieren, dann sind sie sich sehr einig, dass es oft an der Trainingsübung dann auch liegt, ja. Okay, und ihr wechselt ja auch immer mal wieder bei den Spielen durch, gerade zwischen Bundesligaspiel und Pokalspiel wird ja in der Torwartaufstellung rotiert. Wie läuft das denn dann im Training ab? Wird sich dann im Training auf den jeweiligen Torhüter quasi fokussiert oder läuft jede Trainingseinheit für jeden Torwart gleich ab? Also im Torwarttraining gibt es erstmal so die Basis, die dann auch für alle erstmal gleich startet. Ist aber durchaus möglich, dass im Torwarttraining es auch mal so ist, dass dann 1, 2 Torhüter zum Mannschaftstraining gehen und dann individuell mit einem auch abgewandelt gearbeitet wird. Und dieser Teil ist dann meistens nicht genau gleich. Was sich definitiv unterscheidet, ist dann, wenn wir im Mannschaftstraining taktische Dinge trainieren, dann
ist immer der, der dann auch spielt, natürlich mit seinen Verteidigern zusammen, um Abläufe einzutrainieren. Mhm. Und also es steckt natürlich sehr, sehr viel Training dahinter. Und was würdest du denn noch zusätzlich sagen, was muss ein guter Torhüter für Eigenschaften mit sich bringen? Oder was zeichnet einen guten Torhüter denn aus? Ja. Also ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal eine hohe Verlässlichkeit. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache auch für eine Mannschaft. Man steht immer hinter einer Mannschaft und ich glaube, man kann seiner Mannschaft ein sehr gutes Gefühl geben, wenn die Jungs wissen, der Torwart, der hat erstmal eine sehr hohe Verlässlichkeit. Das zweite ist so als Attribut, würde ich sagen, Schnelligkeit. So, das hat auch mehrere Aspekte, auch Bewegungsschnelligkeit natürlich, aber das heißt auch Schnelligkeit im Kopf, schnell Entscheidungen treffen zu können, schnell Spielsituationen erfassen zu können. Das sind so die zwei Hauptthemen. Mhm. Da gehört jetzt nicht nur die Charaktereigenschaft dazu, die einen guten Torwart ausmacht, sondern wir sehen schon, du hast hier ein paar Accessoires, ein bisschen Arbeitsausstattung mitgebracht. Und zwar ein guter Torwart profitiert sicherlich auch von guten Handschuhen. Was machen denn gute Torwarthandschuhe aus? Ja, also ich muss sagen, ich trage nicht häufig Torwarthandschuhe mehr, seitdem ich Trainer bin, weil die mich beim Training ein bisschen stören. Aber klar, für die Jungs natürlich das wichtigste Arbeitsmaterial. Und was damit entscheidend ist, ist ein guter Grip. Also letzten Endes die Möglichkeit, auch mit den Handschuhen gut Bälle festhalten zu können. Darüber hinaus, und das ist aber fast ein bisschen individuell, ist ein passender Schnitt. Manche mögen das eher ein bisschen eng anliegender, manche ein bisschen weiter. Und auch ein guter Verschluss, der einem Halt gibt im Handschuh. Was war denn jetzt über die letzten Jahre so dein wichtigstes Learning als Torwart selber, als Torwarttrainer? Was hast du mitgenommen? Ja, vielleicht, wenn ich eine Sache nennen sollte, ich würde sagen, was man schon lernt, dass es gut ist, sich nicht auf Ergebnisse zu fokussieren oder Erfolge vorauszusetzen, sondern dass man weiß, man muss auch immer was dafür tun. Und es ist entscheidend, wie kommt man zum Erfolg und wie kommt man zum Ergebnis. Ist das auch etwas, was du jüngeren Nachwuchstorhütern auf den Weg geben würdest? Oder gibt es noch weitere Tipps und Tricks, die du den kleinen Nachwuchstorhütern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also auf jeden Fall so viel wie möglich zu spielen. Ich glaube, das ist für Torhüter das allgemein entscheidend, aber gerade auch für Torhüter. Also ich würde den jungen Torhütern empfehlen, spielt so viel wie möglich. Ja, guckt, dass ihr am Spielen bleibt. Das steigert die Wahrscheinlichkeit, ein höchstmögliches Niveau zu erreichen. Und ansonsten würde ich sagen, es ist wichtig, also intrinsische Motivation ist so für mich immer das Wichtigste, weil ich denke, so die innere Flamme ist eigentlich immer das Stärkste, stärker als jeder Rat von außen oder auch jeder Instagram-Post. Und deswegen. Ja, schöne Schlussworte für die Zukunft unserer Torhüter. David, dann vielen lieben Dank für die Einblicke und für die vielen Anekdoten. Schön, dass du bei uns warst und wir wünschen noch alles Gute für den Rest der Saison. Gerne, vielen Dank.